Grüß euch zusammen, herzlich willkommen im Musiktalk von DMD12 Radio Tell Producers Tune und Hitparade.ch. Vor etwas mehr als einer Woche war ich hier ganz in der Nähe mit meiner Familie. Im Eritzinger, etwa da, Luftlinie, ein paar Kilometer. Und die hatten ein Jubiläum, 700 Jahre Eritz, man glaubt es kaum. Und da, wo wir heute sind, die feiern auch Jubiläum. Allerdings nicht 700 Jahre. Wie viele Jahre feiert ihr und wer seid ihr eigentlich? Wir feiern 25 Jahre, ein viertes Jahrhundert. Und wir sind erst die dritte. Erste Dritte feiert ihr. Genau. Ein Fest. Ein Fest. Das ist unser Motto. So heisst das Album und so heisst ja die Tour. Und wir dann starten da. Schon gleich. Wunderbar. Ich habe noch ein bisschen gehofft, dass ich euch vielleicht würde sehen hinter dem Eritz. Weil die kennt natürlich, du bist ja dort hinten bekannt wie ein bunter Hund. Oder? Du kennst schon jeden Briefkasten dort hinten. Fast gar nicht. Historisch. Ja. Fast gar nicht. Das wäre noch aufgegangen. Oder? Aber die haben natürlich viel anderes schon los gehabt. Von dem werden wir mehr erfahren. Mit mir heute Bettina und sie macht ja normalerweise viel kompetenter die Interviews. Ich habe sie mir einfach nicht nehmen lassen, oder sie einfach weil ich gerne habe und wir schon so Menschen getroffen haben. Danke, und darum, also herzlich willkommen können wir auch nicht sagen, da wir ja bei euch daheim sind. Merci vielmals, dass wir bei euch sein dürfen. Ja. Danke. Wir sagen willkommen. Merci vielmals. Ja, wenn wir jetzt gerade schon vom Jubiläum reden, 25 Jahre, ihr habt ja wirklich schon eine stattliche Anzahl an Alben gemacht, 16 Alben. Ist das ein anderes Gefühl gewesen, zu wissen, jetzt machen wir ein Jubiläumsalbum? Ist das irgendwie so, ja, wie sind wir an das hergegangen? Ist das eine neue Art von Musik machen gewesen? Nicht unbedingt. Also, eigentlich ist es ein Album wie die anderen auch. Wir sagen nicht, es ist einfach Jubiläumsalbum in dem Sinne. Aber es ist jetzt nicht, es ist jetzt kein Best-of oder so. Ja. Darum, wir haben uns eigentlich gar nicht so hart einschränken bei der Aufnahme, oder? Nein, also nicht wegen dem. Textlich immer noch. Ja, ja, wir haben ein bisschen Bezug genommen, das stimmt, ja. Auf ein tues Fest, ja. Singen Feste. Genau. Und sonst von der Jubiläum her ist es halt so, dass ich bei der war, die hat es gewichtet wie nicht mehr so viel, wie es vielleicht früher oder nach Jubiläum hat. Ich kann mich vielleicht auch täuschen. Die Reaktionen sind riesig und ich bin eigentlich ein kleiner geworden mit meiner Meinung, dass das Jubiläum nicht etwas Grossartiges ist. Also natürlich, ein Riesenstolz, das werde ich dann nicht etwa ja, anders sagen, dass man das so dürfen zusammen erleben. Aber ich habe schon mit den vorherigen Formationen halt mindestens 30-Jähriges und mindestens 25-Jähriges dürfen mitfeiern. Und dann haben wir schon gesagt, schönen Abend war, ja. Du siehst, er hat das Hecki schon gemacht. Ja, er hat das schon gemacht, oder Stockhorn, oder? Was wäre das 50-Jährige, wenn er noch zusammen wäre? Jetzt ist er schon wow. Aber wir haben vorhin kurz angesprochen, es ist wahnsinnig, oder? Ich meine, du bist noch immer so jung und jetzt hast du, was macht das mit dir, dass du weißt, hey, jetzt habe ich irgendwie schon 25 Jahre Spinnen-Jubiläum auf dem Buckel. Es ist mir eigentlich ein bisschen absurd, wenn man sich so überlegt, was das wirklich bedeutet, ja. Weil ich empfinde es überhaupt nicht als so viel an, jetzt rein so gefühlsmässig. Und gleich realisiert man dann, okay, wir haben schon das und das und das gemacht. Ah, das ist in diesem Jahr auch Wahnsinn, das ist schon so viel lang her. Ja. Es ist einfach unglaublich, klar. Wenn man so viele verschiedene Sachen macht, ja, wie schnell es so dreht. Gut, es ist vielleicht auch der Lauf der Zeit. Und darum ist das 25, wie es Fedor schon gesagt hat, so ein bisschen ja, wir feiern das 25-Jährige und wir haben Freude, aber wir wollen eigentlich auch den Moment feiern. Mhm. Mit den Leuten, und auch Merci sagen für die Zeit, für alles, was wir erleben machen. Und der Moment hat natürlich auch eine spezielle Bedeutung jetzt im Moment nach der Pandemie. Jetzt machen wir endlich wieder Live-Konzerte, kann wieder auf Tour gehen. Und das ist ja schon per se ein Fest, oder? So das ist ja auch fast ein Jubiläum, oder? Ja. Kommt schon eine Jubiläumsstimmung auf. Mhm. Übrigens, ja noch, ich sage zusammen mit Best-of. Eigentlich ist ja jedes Album zu dem Moment dein Best-of. Nee. Ja, ist das ist doch das Beste, was du zu dem Zeitpunkt kannst geben, oder? Ja, und weißt du, was bei uns immer ist? 3 Tage nach dem Studio finden wir schon, oh nein, jetzt hätten wir die bessere. Hätten wir auch noch können. Und man muss einfach immer noch akzeptieren, ja, ja. Es ist eine Momentaufnahme. Und du hast gesagt, dann ist das Beste, was
zu bieten hast. Ja. 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 Ich muss schon sagen, ich habe ein paar Versionen, jetzt nicht nur auf dem Jubiläumsalbum, sondern auf vorherigen, wo ich finde, hey, cool, wenn wir die live so herbringen. Mhm. Also es gibt, ja, ich finde schon es umgekehrt. Mhm. Also, Sie haben ja gesagt, es sind Momentaufnahmen. Und wenn ihr jetzt zurückschaut auf die Alben, gibt es das manchmal daheim einfach mal ein Album, das über 10 Jahre alt ist? Einfach mal laufen und hören und dich erinnern. Ist das so? Oder? Also du machst das. Ich mache das nicht. Hangt auch mit dem Alter zusammen. Dann wird man auch ein bisschen nostalgisch. Ja, vielleicht, ja. Und wir sind ja auch, also nicht abschätzig, aber wenn sie auch sagen, ja, das spielen wir sicher jetzt heute nicht mehr im Programm. Da ich aber, ja, aber dann war der einer von den Vordersten, den man hat. Mhm. Also dort oder nach, oder? Mhm. Ja, du hängst halt schon noch an diesen alten Titeln. Sag ich jetzt, es sind eigentlich nicht alte. Und viele spielen wir heute immer noch, aber es ist gleich halt so, man es kategorisiert es ein bisschen. Also man muss sicher, also man muss nicht. Man sieht, wenn man euch schon seit Jahren begleitet, wie das ja alle Leute, die das schauen, voraussichtlich schon machen und wir auch, dass eure Musik sich natürlich extrem hat entwickelt. Oder gerade mit der dritten Generation, die hat Songwriting machen und die Federführung hat übernommen, zunehmend, das ist natürlich ein grosser Schritt. Und das fällt dir natürlich umso mehr auf, wenn du eben wieder mal zurückschaust. Oder schreiben Tagebücher, damit sie sich erinnern an ihre Situationen vor 10, 15, 20 Jahren. Und ihr könnt ja einfach die alten Alben hören. Ah, dann, ja, dann habe ich mich so gefühlt. Also, kann man das so vorstellen? Fühlen ihr das auch so? Ja, tatsächlich. Ja. Geht es genau so in die Richtung. Bei vielen Songs habe ich so Bilder, weißt du, so an gewisse Konzerte oder zum Beispiel an Studiotag, wo wir den eingespielt haben. Hey, weiss ich noch, okay, das war dann und dann. So, ist irgendwie wie abgespeichert, nicht bewusst, aber es kommt näher, wenn du das hörst. Wenn wir gerade beim neuen Album sind, würde ich noch gerne so ein bisschen auf die Songs eingehen. Und zwar «Hey Melodie» ist mir gerade sehr aufgefallen. Und ihr habt in der Mühle Hunzig ein Video aufgenommen. Mhm. Ich wollte fragen, was so ein bisschen euer Bezug zu der Mühle Hunzig ist. Ist es eine spezielle Verbindung oder wie sind wir auf das gekommen? Ja, wir haben eine spezielle Verbindung zur Mühle, weil wir etwa 4 Jahre lang unser allererste Konzert verschoben haben. Schlussendlich. Heuer im Februar können spielen. Das erste Mal offiziell, sonst sind es immer nur so in dem Sinne Showcases oder Gastspiele. Oder müssen wir jetzt nicht länger werden. Und wir haben einfach gesagt, hey, wenn wir schon jetzt die Möglichkeit haben, endlich das Konzert, das ausverkauft war, spielen, komm, dann halten wir das fest. Und dann ist eben die Single gerade parat gestanden und dann haben wir uns gut gefragt und sein Team, ob das möglich wäre. Und sie haben uns das ermöglicht, was sehr, sehr cool ist. Und darum haben wir die Gelegenheit nicht genützt. Mich hat das jetzt Wunder genommen, jetzt speziell bei diesem Song ist mir aufgefallen, was du dort mit dem Jodeln machst, es beeindruckt einfach immer wieder extrem. Für mich ist es in diesem Song wie so ein Gitarre-Riff, wo jetzt bei anderen Leuten kommen, machst du das? Und mich nimmt einfach Wunder, wenn ihr live auf der Bühne steht und du musst das, so Sachen irgendwie anderthalb, zwei Stunden lang machen. Wie trainierst du deine Stimme, dass die nicht, dass sie das immer so schön mitmacht? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das geht. Ja, wie soll ich sagen? Ich vergleiche es immer sehr gerne mit Sport. Mhm. Und wenn man jetzt nur den Jodl nimmt, also in Anführungszeichen,
dann kann man sagen, ich war eigentlich eine alpine Skirennfahrerin. Also ich bin mal aus dem ganz traditionellen Jodeln gekommen, das ist meine Basis. Bin jetzt aber eher irgendwie im Freestyle oder im Skicross gelandet. Ah, sehr gut. Und habe mich ein auf das spezialisiert. Das heisst, mir fällt es heute schwerer, einen traditionellen Naturlutz einfach so zu singen. Also dann muss ich für das muss ich wieder weit trainieren. Ah, okay. Wenn ich das will, einfach so. Ich kann das schon, aber es ist nicht, es genügt neben meinem Anspruch nicht. Und das, was ich zum Beispiel bei Hey Melody mache, das trainiere ich halt relativ viel, weil das ist das, was einfach tagtäglich braucht. Und auch für Konzert braucht ihre Länge, ihre Intention. Ja, manchmal muss ich dir als Musikerin nicht erklären, weil manchmal hast du so wie eine Distanz zwischen Bühne und Publikum, und das kannst du rinnen, musst du wie noch einen drauflegen. Und mit dem Jodeln klingt mir das oftmals eher als mit Gesang. Und dann lege ich halt alles auf das, oder setze alles auf die Schiene, und darum ist es dann auch so ein bisschen wie das best trainierteste Fächli bei mir, oder wie soll ich sagen. Ja, es ist schon viel Training und natürlich auch Stimmpflege mit Einsingen, Aussingen, was alles dazu gehört. Ja. Warum glaubst du, fällt dir das leichter mit dem Jodeln, weil das mehr deine Roots sind? Hast du jetzt so ein tief liegendes Selbstvertrauen, oder merkst du das mehr, weil das Publikum auf das emotional reagiert? Ja, es ist ein bisschen beides. Also, ich spüre auch eine gewisse Faszination, weil das nicht vom viele Publikum machen. Vom Publikum, ja. Und andererseits ist es halt auch etwas, was wirklich sehr tief in mir drin ist. Also wirklich, ja, also es ist, ich sage, das Jodeln ist so meine Herzenssprache. Ja, das spürt man auch, finde ich. Ich kann einfach sehr gut wie kommunizieren über diesen Kanal. Mhm. Dann erzählt sie auch bei mir so Zeug während dem Jodeln. Also mich anschaut, da weiss ich eine ganze Geschichte, einen ganzen Roman. Ohne, dass sie so ja, es ist schon meine eigene Sprache. Und es ist der Schnellzungenschlag, ja, du, oder eben der Kehlkopfschlag, ja, du, das ist wirklich so ein meine Lieblingsdisziplin. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Dann noch der Song «Im Dorf». Dort hat mich interessiert wegen dem Videoclip. Da habe ich ein richtiges Zeug gehabt und eine ganze Story kreiert und Charaktere. Yes, der Drei-Buchautor. In dem Fall kannst du mir das sagen. Gibt es die Menschen bei euch im Umfeld, die ihr ein bisschen, sag jetzt mal, karikaturiert? Ist gleich. Ich kann es nicht sagen. Aber du weißt, was ich meine. Ja, dargestellt haben. Genau. Es geht die tatsächlich, also nicht genau, wir haben absichtlich nehmen, ein bisschen wie vertauscht. Oder zum anderen eigentlich noch besser. Aber dann wären die Leute vielleicht gleich drauf kommen, weil das gemeint ist. Mir ist noch eine Frage, noch ein bisschen auf der Zunge. Es geht in die Richtung. Vorhin haben wir von der Mühle Hunziker geredet, die ja irgendwie so als Location ja speziell ist. Für eine Kombo wie dir seid, die historisch entweder an anderen Orten seid, auftreten und jetzt zunehmend auch dorthin geht. Gleichzeitig seid ihr bei Sing My Song, und zwar als erste Dritte, nicht als Melanie allein. Und präsentiert dort Pop-Songs. Die zeigen, dass ihr auch ein Zielpublikum könnt ansprechen, das vielleicht euch gar nicht kennt hat oder nicht in dieser Form kennt hat. Was ich mich hier frage, ich meine, es ist ja nicht bezweifelt, dass das grossartige Interpretationen waren. Was ich mich frage, jetzt auf dem neuen Album, habt ihr ja die drei dort getroffen? Hättet ihr denn nicht vielleicht so jetzt noch einen vierten nehmen, der so ein bisschen poppig ist, der aber nicht eine Coverversion ist? Damit es all die Leute, die jetzt euch vom Sing My Song lernen kennen, könnten mitnehmen und sagen, jetzt ist das so tipptopp, jetzt kaufe ich noch das erste, dritte Album, das neue. Also, oder was ist die Überlegung dahin? Die Ideen sind rum. Das hat einfach vor allem aus zeitlichen Gründen haben wir uns ein bisschen beschränken, beziehungsweise wie soll ich jetzt das sagen? Ja, das ist nicht ganz einfach. Ist das eine blöde Frage? Nein, es ist aber eigentlich eine gute Frage. Wir haben einfach gemerkt, es wird eng. Und wir wollten, dass wir das, was wir vorher hatten, dass wir das gut an Boden bringen. Ah. Und dann haben wir das wie so ein bisschen lassen oder haben es ein bisschen vernachlässigt. Und dann haben wir gefunden, es ist zu wenig. Jetzt wird er drauf. Okay.
Also wir vorhin beim Vorgespräch, man hätte uns auch noch eine andere Begründung können vorstellen können, Betsy. Willst du deine Variante mal noch präsentieren? Ja, ja, also es war so, gewesen, dass wir haben einfach darüber diskutiert und haben beide geschaut, sind wir so. Und du bist mehr daheim, also mit Radio Tell und alles, ja. Kennst die Szene, also er kennt die Szene von euch besser als ich. Und er hat dann eben gesagt, das sei dann poppig gewesen, die Interpretationen. Und ich habe gesagt, für mich ist es lustig, ich habe es eigentlich so empfunden, ich habe in den Liedern noch nicht so viel gehört gehabt und habe gefunden, wow, jetzt sehe ich mal in die Welt rein. Ich habe das total faszinierend und spannend gefunden und habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es sehr poppig, sondern wirklich sehr euch. Und darum habe ich auch gesagt, ich würde es die Frage gar nicht so stellen, weil ich finde, das ist total erst die dritte gewesen. Und als ich das neue Album gehört habe, finde ich, das ist auch das, was ich bis jetzt in dieser Sendung auch gehört habe. Das passt für mich völlig zusammen. Und darum war es für mich in der Frage, ob sich die Sachen, die du dort erlebt hast, die anderen Stilrichtungen oder auch eher, ob die euch noch inspiriert haben, so irgendetwas, ob du heim bist mit etwas, wo du denkst, hey, das hat mir jetzt irgendwie wahnsinnig gefallen, dass ich noch in diese Richtung auch noch etwas wollen, mal probieren. Ja, also es war eine sehr grosse Inspiration, über alles zu sehen. Die Zeit dort auf der Insel. Aber sowohl also auf die Frage zurückzukommen, inspiriert hat es die anderen eher noch mehr zu uns. Das haben sie auch gesagt, ja, das haben viele gesagt. Und das, was du jetzt so schön hast gesehen, das mache ich auch in Musik. Ja, ja. Ja, das nicht ist die gleiche. Aber es hat nicht der Mensch, hat es nichts zu tun. Nee, also, und das ist auch die Faszination, kommt. Über das nein, oder? Also was mich auch fasziniert hat, ist eben gerade die Interpretationen gegenseitig. Hat man extrem gemerkt, alle sind mal grundsätzlich auf das Gefühl von dem Song zurückgegangen. Mhm. Völlig egal, wie er nachher rauskommt, aber das Gefühl funktioniert. Das Gefühl funktioniert ja in jeder Richtung. Wenn richtig genau, es funktioniert in die andere Richtung. Ja, ja, das ist eigentlich verpackte Emotion, oder? Ja. Also wird's tendenziell wird's das nächste Album wird sein, nachdem wir ja heute darüber reden, wird es nicht in die Richtung gehen, wir gehen wieder mehr zur Tradition zurück, es wird auf der Schiene, die sich in den letzten Jahren entwickelt, weitergehen. Also es werden Lieder sein, mehr als... Du hast das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, ja. Die traditionellen Sachen probieren wir immer mitzunehmen, weil wir halt auch ein Publikum haben, das extrem schätzt. Und es ist auch sehr viel Liedgut rum, also, oder auch Stücke vom Großvater oder von dir. Und das wollen wir gar nicht, das völlig lassen gehen. Aber sicher merken wir auch, was hier für Türöffner dabei sind, oder mit eben die Heimmelodie oder dann sing mein Songs. Und darum ist es auch ein bisschen Neugier, um dort weitermachen und um Sachen auszuprobieren. Also, ich finde schon, aber das ist natürlich sehr subjektiv, aber ihr habt ja ganz offensichtlich extrem Erfolg, schon seit Jahren, und das wird ja mit diesem Album ganz sicher auch nicht anders sein. Ich glaube, das kann man schon jetzt sagen. Insofern zeigt ihr ja, dass ihr euch in einem Bereich bewegt, wo ihr äußerst erfolgreich seid und wo es wirklich auch nicht wahnsinnig viele andere gibt, die das machen. Die das so auf dieser Ebene bedienen, finde ich. Das ist sehr eine sehr schöne Aussage. Was dort sicher mein schönes Thema hatte, halt die eigenen Songs. Eben Melanie Mike jetzt. Sie sind ganz sicher anders, als sie von mir lang gehen, weil viel zu viele Strophen hat und viel zu viel Text. Lieber etwas wiederholen. Aber man muss natürlich auch den Mut haben, an so vielen Live-Konzerten die Sachen zu spielen. Ja. Oder? Ja. Wer singt übrigens auf diesem Song? Ist das Mike oder Kevin?
Mike und du? Ja, Mike und du? Ja, ja. Mhm. Aber, also die habe ich gekannt, aber Mike habe ich noch nie gehört. Ist das eine Premiere? Nein, er hat nicht. Auf der letzten Album. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja, aber wir sind ein ähnliche Stimme. Also in gewissen Lagen. Ja, früher hat man aber gesehen, am Telefon ist, habe ich nicht gehört, wem es ist. Okay. Oder so hat es auch getan. Jetzt habe ich die unterbrochen. Kein Problem. Hast du den Papa noch? Ja, nicht. Wegen diesen Mixen. Ja, also, keine einzige Formation nachzutreten, aber es ist natürlich ein einfacher, wenn man selber ein Solo-Konzert hat und das Spiel anfängt, ist ein bisschen, ich sage jetzt Gassenhauer oder einfach was top aktuell ist oder so, kannst du viel schneller das Publikum gewinnen. Aber dafür gehen die eigenen Songs verloren, die Leute noch nicht kennen. Aha, ja, aber bei mir sind sie nicht so reagiert. Aber das musst du eben durchziehen. Ja, das ist Spaß. Oder? Das braucht halt den Aufbau. Sonst Cover ist ja dein Leben lang noch. Also nicht, das ist nicht etwas Schlechtes. Auch von dem selber, möglicherweise, auch von den Alten. Ja, oder? Ja. So. Klassiker muss man ja zuerst. Klassiker müssen Chancen haben, selber Klassiker zu genau. Wenn man sie nie spielt, wären sie nie Klassiker, oder? Genau. Wegen dem Erfolgsrezept ist mir vorher etwas durch den Kopf gegangen. Weil bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, haben wir uns noch unterhalten darüber, dass ihr ja alles selber macht. Also ich meine auch das mit dem Kulissenbau zum Beispiel. Und ich habe wirklich das Gefühl, also Bühnenbilder kommen. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist sicher auch noch so ein Ding, dass die Leute das so wertschätzen, dass ihr so zusammenhabt und so euch ein Ding so macht und halt von Grund auf alles macht und nicht einfach so ein bisschen herstehen und wieder gehen. Oder das Livestreams zum Beispiel. Oder ja, so machen die einfach, da kommt nicht irgendwie eine Firma, oder? Die das macht. Das könnt ihr ja, aber nein, die machen das selber, oder? Ich habe das Gefühl, das ist einfach noch so etwas. Inklusive Katzenkorb und Kamera wegen. Ja, das ist mega. Wenn man das hätte gewusst, hätte man nicht das ganze Equipment mitgenommen. Das nächste Mal, wenn wir nochmal kommen dürfen, das ist ja noch nicht so klar. Vielleicht benimmt dich. Ja, ich würde sagen, wir haben es sehr langsam geschafft. Oder? Und von dem her... Eindeutig, Alex. Also, ich hoffe, schlimmer wird es nicht. Oder? Auch. So nicht. Wir sind gegen uns selber und bleiben so. Der älteste Spruch, den ich auch schon beim ersten Interview auf deine Frage. Da ist vielleicht sogar noch präsent, dann hat er gesagt, ja, sie sind gerne so bodenständig geblieben und nicht so abgehoben, die nehmen sich Zeit für die Fans und das machen wir auch. Mhm. Und ich sage, ja, es hat auch einen guten Grund. Der Elter ist einfach ein bisschen schwer, aber irgendwie sind sie in die Luft. Schwer zum Abheben. Ja, das hast du mir vor allem noch nie gebracht. Nein. Das ist doch wegen beim ersten. Das war ein anderer. Hast du mich verwechselt? Wobei, das ist ja schon viele Jahre her. Oder? Das ist sicher 10 Jahre her. Oder so. Ja. Ich denke es, ja. Ja, meine Lieben, unsere Zeit ist leider abgelaufen. Aber euch nicht. Ihr könnt nämlich noch einen letzten Ausschnitt aus dem neuen Album hören. Und zwar frage ich dich gerade, was wir noch hören. Ja, wir haben schon davon geredet. Ich würde sagen, wir machen Hey Melody. Speziell noch für dich. Merci für mich. Merci die zwei. Merci wir dürfen zu euch kommen. Vielen Dank. Sehr gerne, danke. Es ist immer schön mit euch. Und merci, Bettina. Merci dir. Du bist in das Haifischbecken gekommen. Sehr gerne. Und es hat gefällt, zu euch auch. Vielleicht machen wir es noch mehr. Merci für mich, habt ihr zugeschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.